Geben ist seliger denn nehmen. Das steht in der Apostelgeschichte, in einem Buch des Neuen Testamentes. Und warum sage ich das nicht? Weil ich Sie jetzt erneut zum Geben auffordern möchte, sondern eher um erneut meine Dankbarkeit für Ihr Geben auszudrücken. Letzte Woche habe ich ja schon über das immense Ergebnis erzählt von unserem Spendenaufruf für das BK Valley im Libanon. Und heute möchte ich einfach mal die Uhr 10 Monate zurückdrehen. Da war ich nämlich in Uganda mitten auf einem riesigen Acker. Ich habe vergessen, wie viel Hektar es waren. Absolut nicht bebaut, absolutes Chaos. Und wir haben sie damals gebeten, zu spenden für einen Traktor. Und diejenigen, die es vielleicht verfolgt haben letztes Jahr, haben dann mitbekommen, dass ich erneut nach Uganda geflogen bin, das Geld bar hingebracht habe, weil es einfach zu lange gedauert hätte für die Überweisung, weil wir hatten wirklich einen guten Preis und der Acker musste bestellt werden, bevor die Regenzeit dann eingesetzt hat. So, mittlerweile 10, 11 Monate später ist die zweite Ernte eingebracht worden und jetzt vor ein paar Tagen haben mich Bilder erreicht von Pauline und Simon Ode von der Sobadat-Initiative oder vom Emmaus-Center in Uganda, die diesen Acker bebaut haben mit ihrem Traktor. Und sie haben jetzt Bilder geschickt von einer Verladung von Mais. Und sie spenden jetzt 20 Tonnen Mais, der auf diesen Fotos jetzt da verladen wurde. Und dieser Mais geht nach Kitodo. Und Kitodo, ich sag mal, ist die, nicht die Hauptstadt, die Provinzhauptstadt von Karamoja. Und diejenigen, die uns regelmäßig verfolgen, wissen, dass Karamoja auch bei unserem Riesenthema ist, wegen der katastrophalen Wasserversorgung und auch wegen der Ernte, die aufgrund des mangelnden Wassers einfach ausbleibt. Also, deswegen geben ist seliger denn nehmen. Andere haben geerntet, geben davon etwas ab. Und Sie tun das auch immer wieder und dafür herzlichen Dank. Schönes Wochenende und tschüss.